Herzlich willkommen zu meinem neuen Schulungsvideo Deep O, erster Schritt. Mein Name ist Wojin Dakovic und ich arbeite bei der StartNow.Support AG. Im heutigen Video werdet ihr sehen, wie wir das Deep O einrichten tun. So, wie ihr schon gesehen, habe ich die Deep Box offen und Deep O tut man eigentlich auch hier bearbeiten. So, jetzt können wir da mal auf unseren Namen drauf gehen. Konto verwalten. Dann sehen wir jetzt die neue Taskleiste. Auf der linken Seite, wir gehen auf die Boxen, gehen auf Verwalten, suchen unsere Box. In meinem Fall ist es bei der Demo-Box startnow.support AG und dann sehen wir schon unsere Box. Die Box ist 80.000er Deep Cloud Demo, nicht löschen, neu. Dann gehen wir auf die allgemeine Übersicht von dieser Box. Da haben wir auch schon die möglichen Auswahlen und wir gehen natürlich, wie schon gesagt, auf Deep O. Deep O Einstellung einmal drücken. Et voilà. Dann sind wir schon im Deep O Einstellungsmenü. Wir gehen jetzt einmal da weiter auf Box einstellen. Und dann haben wir wieder ein neues Menü offen. Anschriften, Positionen, erweiterte Felder, Zahlungen, Daten löschen, weitere Einstellungen. Für uns ist jetzt natürlich heute sehr wichtig, die Box mal einstellen und dann gehen wir auf erweiterte Felder. So, jetzt seht ihr, dass ich das schon aktiviert habe. Ich tue es jetzt mal deaktivieren, damit ihr das auch seht. So sieht es nachher bei euch aus. Einmal aktivieren bitte drücken und dann haben wir das eigentlich schon erledigt. Was noch auf euch zukommen kann, ist, dass er sagt, ihr braucht ein neues Abo. Das zeige ich euch gerade, wenn man da nachschauen kann. Ich habe jetzt natürlich Small Abo mit einer Advance Box. Sogar würde ich sagen, ich habe jetzt vier Boxen. Aber um das alles zu überprüfen, zeige ich euch, wie das geht. Und das machen wir so. Wir gehen schön zurück. So, wieder von Anfang an zeige ich euch alles. Dann geht man auf den Namen, Konto verwalten. Und dann hat man jetzt da wieder unsere Taskleiste. Wir gehen auf Abonnenten, drücken wir das. So, jetzt haben wir genau wie in meinem Schulungsvideo für Preise, sieht man eigentlich da, was wir für Möglichkeiten haben und was wir zahlen und was wir nicht zahlen. So, wir haben jetzt Deep Cloud Small Abo, ein verwendeter Benutzer von 10 und ich habe nur 0,01 verwendet von 500 GB. Und dann sehen wir auch da die direkten abrechnbaren Sachen. Da haben wir zum Beispiel eben die Advance Box, 9 Franken pro Monat. Anzahl Boxen sind 4 Stück, das heisst 33 Franken und 9 Rappen. Da wir jetzt auch Deep O eingestellt haben, sieht man jetzt da erweiterte Felder. Anzahl 0 Dokumente mit erweiterten Feldern zu je 0,15 Franken. So, das wollen wir ja auch. Das heisst, bei meinem nächsten Schulungsvideo sehen wir auch, was man mit dem Deep O anstellen könnte. Das ist lediglich nur mal die Übersicht. Da oben haben wir auch noch zusätzliche Übersichten, zum Beispiel Deep Flow und auch noch ein zusätzliches Lernvideo. Könnt ihr dann in der Playlist anschauen, wird sicher mit Deep Flow erste Schritte und dann Deep Flow erweiterte. Dann haben wir Deep Sign, von dem haben wir ja schon ein Video, wo wir auch erklären, einfache elektronische Signaturen, fortschrittliche elektronische Signaturen und qualifizierte elektronische Signaturen. Und dann haben wir natürlich auch den Deep V, was für uns dann auch zu einem späteren Zeitpunkt sehr wichtig ist und das schauen wir dann auch bei einem neuen Schulungsvideo. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.